Am 24. Mai 2014 gegen 20.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hainburg wegen Brandverdacht in eine Wohnhausanlage in die Pressburger Reichstraße beordert. Nachdem es erst wenige Tage zuvor im selben Haus einen Wohnungsbrand gab, bei dem eine Person ums Leben kam und die Brandermittlungen noch im Gange sind, löste diese Alarmierung bei den Einsatzkräften verstärkte Besorgnis aus. Ein Feuerwehrmann, der in dem betroffenen Haus wohnt, alarmierte seine Kameraden, weil aus der offenstehenden Balkontür der benachbarten Wohnung Brandgeruch ins Freie trat. Auf sein Klingeln und Klopfen an der Wohnungstüre wurde nicht reagiert. Unmittelbar nachdem die ersten Kräfte der Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, kam die Mieterin laufenden Schrittes. Wahrscheinlich fiel ihr in dem Moment, als sie die Sirenen der Einsatzfahrzeuge hörte, ein, dass sie am Herd die kochende Suppe vergessen hatte, als sie die Wohnung verließ. Glücklicherweise kein Brand, die Suppe allerdings verkocht, der Kochtopf überhitzt. Die Kräfte der Feuerwehren aus Hainburg und Wolfsthal konnten wieder einrücken. Feuerwehrkommandant Christian Edlinger äußerte erleichtert, dass er froh wäre, dass es sich nur um eine Suppe und kein Öl gehandelt hat. Was in einem solchen Fall passieren könnte, demonstrierten erst vor wenigen Wochen die Floriane-Jünger aus Hainburg bei ihrem Action Day.